Ja, ich bin sehr zufrieden und war ein geiles Rennen. Die Strecke kam mir entgegen. Hätte auch schief gehen können, aber Kraft hat bis zum Ziel gereicht. Das war sehr geil. Mein Lauf, muss ich zufrieden sein. Ich habe alles gegeben. Zweiter Platz, ja. Kann mir nichts vorwerfen. Das Rennen war insgesamt okay. Der Lauf war jetzt nicht ganz meins. Die Strecke passt nicht ganz zu mir. Ich habe mich seit 2 Wochen verletzt. Und das Kopfsteinpflaster ist einfach nicht so ganz meins zum Laufen, aber insgesamt bin ich wirklich zufrieden. Also das Schwimmen war natürlich brutal gekloppert. Also ich denke, die Zuschauer auf der Hängebrücke werden das von oben ganz gut beobachtet haben können. Das war wirklich sehr, sehr hart. Ja, nicht so überragend. Also Schwimmen ging ziemlich scheiße irgendwie heute. Ich weiß auch nicht wieso, schlechter Start und dann schwere Arme gehabt. Und dann habe ich mein Neo nicht aufbekommen, das darf eigentlich auch nicht passieren. Ja, es war gut, also ich bin echt zufrieden. Schwimmen lief sehr gut, auf dem Rad konnten wir den Abstand sogar halten oder vergrößern. Es war gut, also da war ich echt froh, dass es so geklappt hat. Und der Lauf, ja, ist immer hier ein bisschen schwierige Bedingungen mit dem Untergrund, aber haben ja alle das Gleiche. Und von daher, ich bin zufrieden, ja. Insgesamt hat heute, denke ich, Grimma eine sehr gute Triathlon-Veranstaltung wieder erlebt und mit sehr, sehr vielen Gästen, Zuschauern, die ihre Teilnehmer Sieger gefeiert haben. Wir waren auch überall am Rad, am Berg, immer überall Leute. Ja. Da waren wir erstmal schön langsam. Es ist richtig cool, wenn man dann Leute sieht, die schreien deinen Namen und teilweise erkennst du sie nicht ganz, aber du hörst es trotzdem und die Stimmung, die treibt dann schon voran.